So. Du musst lenken, du darfst nicht einfach. Es sind immer so viele Sachen, die man gleichzeitig macht, aber. Ach so, ich dachte, das Lenkrad wäre schon so auf rechts. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Tag, einer neuen Woche. Heute ist Montag. Ich habe mich schon fertig gemacht, weil ich jetzt gleich einen Haul drehen werde. Das Wetter macht mal wieder ein paar Filme. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Gerade war es noch heller. Aber ich glaube, diese Helligkeit geht auch. Ich werde das meiste erstmal jetzt, auf jeden Fall das mit Shein, werde ich im Sitzen drehen. Und den Rest werde ich dann gucken, wie sich das Wetter verändert, weil ich muss heute erst ab 1 arbeiten. Dadurch habe ich Zeit. Es ist irgendwie 8.30 Uhr. Ich bin seit 6.30 Uhr wach, habe geduscht, Haare gewaschen. Ich hasse Haare waschen. Naja, egal. Das habe ich alles gemacht, habe mich dann fertig gemacht und jetzt wollte ich gleich anfangen zu drehen und dachte, ich melde mich mal, sag Hello. Was geht ab? Ich habe mich mal Lashes drauf. Ich habe heute gedacht, machst du da Real Wimpern? Naja, genau. Ja, und jetzt werde ich gleich anfangen zu drehen. Ich muss noch ein paar Sachen zur Post bringen. Deswegen versuche ich jetzt einfach durchzudrehen. Alles soweit fertig zu drehen, was ich drehen möchte heute, damit ich noch zur Post gehen kann. Die asiatische Familie, die sind so süß, die Kinder sind so süß. Oh mein Gott, ich sehe die gerade. Wie ein Stalker, die Kinder sind so süß, Babykinder, die sind so süß und gut erzogen und so lieb. Und oh mein Gott, der Vater sagt zu mir, ja, aber es ist voll anstrengend und so. Ich sage so, ja, Kinder, aber hey, wenigstens die haben Benehmen, haben sie doch gut gemacht und so. Die sind so anstrengend. Ja, Kinder sind anstrengend. Naja, auf jeden Fall, ja, ich werde jetzt gleich mal anfangen und dann hören wir uns später. So Leute, kleiner Zwischenstand. Ich bin jetzt soweit durch. Ich habe gerade 1, 2, 3 Hauls gedreht. Drei Hauls habe ich gedreht. Es ist 10.29 Uhr. Ich habe jetzt noch nichts gegessen, aber das ist noch nicht so schlimm. Ich kann noch, die Zeit ist noch nicht, also ich muss ja erst gegen 13 Uhr arbeiten, aber schaut mal, wie viel ich schon geschafft habe. Ich habe drei Videos gedreht. Ich bin gerade richtig froh und glücklich, deswegen dachte ich, oh, ich melde mich mal bei euch und sag euch Bescheid, wo wir jetzt gerade sind mit The Day. Und ich mache das einfach, damit ich später, ab morgen muss ich ja wieder ins normale Amt und so und hast nicht gesehen. Und ich habe gedacht, ich nutze jetzt heute diesen Tag und drehe einfach ab. Jetzt werde ich noch ein Haul drehen von H&M, den Haul. Der wird komplett nur Anzieh-Haul sein, also immer anziehen. Ich mache gleichzeitig auch Bilder. Ich habe hier so ein, ich zeige euch mal, ist eigentlich fürs Auto, aber ich nutze es auch, um meine Reels zu drehen. Seht ihr das? Da am Fenster habe ich das Teil hier ran gemacht. Klemme ich einfach mein Handy rein und ich klemme da mein Handy rein und drehe dann. Also nicht drehe, sondern mache Fotos, weil es ist auch genau beim Licht. Ich sitze jetzt hier, weil da das Licht ist. Und ja, was wollte ich denn gerade überhaupt sagen? Keine Ahnung, ich drehe jetzt auf jeden Fall H&M-Haul schnell und dann esse ich was und dann muss ich zur Arbeit. Und dann arbeite ich heute bis 20 Uhr, also es wird ein langer Tag. Aber wenigstens, ich habe einiges geschafft. Ich werde auch mein Make-up und so drauf lassen. Das Einzige, was ich machen werde, ist, die Linsen rauszumachen. Ja, ich habe heute echt viel geschafft. Kleines Update, wir haben viel geschafft. Wir sind gut drauf. Hast nicht gesehen. Zarab, zarab. Ja, kleiner Zwischenstand. Draußen regnet es. Wetter ist nicht so doll, aber ist egal. Hauptsache, ich habe heute einiges geschafft und schaffe jetzt noch ein Video. Dann hatte ich heute einfach 4 Videos gedreht. Das kommt, weil man früh aufsteht. Was mich aber heute ein bisschen aufgehalten hat, war meine Haare zu waschen, aber selbst damit habe ich jetzt heute viel geschafft. Ey, meine Duschroutine macht meine Haut, guck mal. Ich muss echt euch meine Duschroutine mal bald bringen und auch meine Facings-Routine, weswegen mein Make-up immer so gut sitzt. Weil die Haut drunter, man muss sich um die Haut auch kümmern, damit das sitzt, like sis. Naja, wir hören uns dann später, wahrscheinlich erst heute Abend dann wieder, wenn ich wieder da bin, weil ansonsten, ich drehe ein Haul, ich werde was essen und dann zur Arbeit. Genau, naja, das ist es, Leute. Kleiner Zwischenstand. Wir hören uns dann später. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zurück zu einem neuen Tag. Heute ist Dienstag. Ich bin bereit fürs in die Behörde gehen. Das erste Mal nach 4 Monaten. Kein Bock. Ich wollte schon nicht mal aus dem Bett. Es ist gleich 7. Ich war schon
6 gegen 6 wach. Aber ich weiß nicht. Ich habe einfach nicht die Motivation. Was heißt die Motivation? Ich will gar nicht schlecht darüber reden. Das ist halt einfach, es ist nicht dasselbe wie beim Gesundheitsamt. Ich habe euch ja gesagt, wie krass gut es dort war, wie wir uns mit allen verstanden haben. Es war einfach diese Atmosphäre. Arbeit ist Arbeit, aber wenn die Arbeitsatmosphäre stimmt, Leute, glaubt mir, dann geht ihr gerne zur Arbeit. Und das ist halt super wichtig. Deswegen werde ich auf jeden Fall 100% probieren, wechseln. Ich habe euch ja gesagt, dass ich mich bewerbe innerhalb vom Amt. Ich will unbedingt wechseln, weil ich will nicht mehr so ein komisches Gefühl haben, wenn ich zur Arbeit fahre. Weil bei mir ist jetzt so, die eine, sie ist nett, aber man weiß nicht, wie lange sie nett ist, wann sie wieder angepisst sein wird, wegen gar nichts. Jetzt, ich war 4 Monate weg und ich denke mir so, ich war weg, weil ich was getan habe, weil ich weg musste oder was auch immer. Aber sie ist dann so, das ist das, was ich in meinem Kopf habe, weswegen ich schon so eklige Laune habe. Dass sie angepisst sein wird, weil ich weg war so. Und dass sie so tun wird, als wäre ich nicht da. Ach, keine Ahnung. Ich mache mir schon Gedanken, weil bei ihr ist das immer so, sie war nett, bevor ich gegangen bin. Aber ihr ist es immer so, sie ist so unberechenbar, muss ich euch sagen. Unberechenbar mit ihrer Laune und so. Aber ich bin auch gleichzeitig wieder ein Mensch, der mit so einem Verhalten kann ich gar nicht umgehen. Sollte keiner auch müssen, weil das geht einfach nicht. Aber it is what it is, also. Oh. Naja, ich versuche, das Beste jetzt draus zu machen. Ich werde jetzt los. Ich habe leider gestern doch nicht meinen Reis gemacht und heute auch nicht meinen Salat. Ich lasse das jetzt einfach, habe ich mir überlegt. Ich werde mir dann später was kaufen. Ja, das ist es. Ich mache mich jetzt auf. Vielleicht ist es gerade sehr unnötig, was für Gefühle ich gerade durchgehe. Vielleicht wird es auch gar nicht so. Das ist doch sowieso meistens so. Man hat eine Erfahrung gemacht und dann denkt man, es wird immer so. Oder man hat dann Angst, dass es nochmal passiert oder wie auch immer. Aber es muss doch gar nicht sein. Man muss da runterkommen und positiv in die Sache. Und ich sollte gar nicht zulassen, dass eine Person, selbst wenn sie heute wieder schlechte Laune hat oder so, darf doch nicht mein Leben beeinflussen oder mein Gefühl beeinflussen. Ich werde ihr meine Meinung sagen und dann entweder kann sie damit umgehen oder nicht. So like period. Eigentlich sollte man sich gar nicht davon abhängig machen von anderen, deren Verhalten. Sollte mich nicht runterziehen. Naja, wir gehen jetzt gleich los. Wir hören uns dann später. Erzähle ich euch dann von meinem ersten Tag wieder zurück im Amt. Also, bis später. Leute, mir ist gerade eingefallen, dass ich heute gar nicht mehr weiter gevloggt habe, seitdem ich von der Arbeit gekommen bin. Also dachte ich, mache ich schnell. Und weil ich euch noch was zeigen möchte. Und zwar, schaut mal, das habe ich von meinem Referat bekommen. So ein süßes Körbchen mit einer Pflanze drin. Hier so ein Marienkäfer und so ein irgendwas. Keine Ahnung, wer das besorgt hat aus dem Referat. Aber schaut mal, wie süß das ist. Ist das nicht unnormal süß? Ich habe mich mega gefreut. Ich habe mich mega gefreut und ich habe mich schon allein gefreut, dass ich überhaupt was bekommen habe. Als bekommenes Geschenk habe ich gar nicht erwartet. So ganz und gar nicht. Ich hätte alles erwartet, aber kein Willkommensgeschenk. Aber ja, das habe ich bekommen. Ich habe es jetzt extra dahingestellt, aber vielleicht stelle ich es mal hier rüber. Wir werden bald anfangen, meinen Balkon zu gestalten. Diese Woche gehe ich noch ein paar Sachen kaufen. Aber ja, das ist es. Neben meinen Minze. Intensiv. Ich muss mir mal so einen Tee machen wieder. Neben meiner Minze. Und ja, ist das nicht schön? Oh mein Gott. Deswegen, ich muss jetzt gerade extra aufstehen und euch das zeigen. Oh, es ist gerade richtig angenehm. Wow. Schaut mal da hinten, der Himmel. Wow. Oh, ich liebe Sommernächte. Wenn es so abkühlt, aber es ist nicht zu kalt. Oh, ist das schön. Wow, Leute. Wow. Was für eine Aussicht. Ich liebe es. Ich liebe es. Und das nennt man Luxus, dass man sich sowas angucken kann und sich dabei so gut fühlen kann. Ach, ist das schön. Naja, auf jeden Fall, ja. Das habe ich geschenkt bekommen. Dann war der Tag schon 100 Mal besser. Und worüber ich nochmal mit euch reden wollte, war ja, ihr habt ja heute Morgen mitbekommen, wir haben geredet darüber, dass ich wegen der einen Kollegin und wer weiß, wie sie drauf ist. Deswegen war ich heute früh wach, aber ich kam nicht aus dem Bett, weil mich diese Gedanken runtergezogen haben. So, ich hoffe, sie ist gut drauf. Ich hoffe, sie ignoriert mich nicht so. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht diesbezüglich. Und ja, ich habe mir mega viele Gedanken gemacht und war auch richtig schlecht drauf. Und dann komme ich da an, meine Referatsleiterin direkt, sie freut sich so um ihr Leben und die beiden vorne. Die eine, wo ich meinte, bei ihr man weiß nie, und dann der andere vorne. Wir nennen sie Anna und Paul, okay? Weil das Bundesamt, ich möchte jetzt keine Namen nennen.
Anna und Paul waren auch richtig erfreut, mich zu sehen. Ich habe das gemerkt, es war nicht dieses Fake-Freude, sondern es war wirklich eine Freude. Und wie gesagt, dann hat mir dann später mal eine Referatsleiterin dann die Blumen gebracht, also dieses Geschenk gebracht und meinte, ja, wir haben sie vermisst. Und dann haben wir für, oh Mann, ey, ich sag euch, eins kann ich euch sagen. Klar, nicht jeder wird euch mögen auf der Arbeit oder was weiß ich, wo ihr seid. Aber was ich für mich gemerkt habe, ich höre immer wieder, und das macht mein Herz so einfach positiv, ich höre immer wieder, was für ein offener, herzlicher, aufmerksamer und toller Mensch ich bin. Und nein, ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich habe euch ja schon mal gesagt, zum Beispiel jetzt mit meinen Kollegen, die waren so, boah, du bist so und so. Die hätten mir auch was geben können, ohne weiter zu viel zu sagen, aber ich höre immer nur Positives von meiner Art, weil ich es auch für mich wichtig ist, wie ich mich nach außen gebe, einmal. Und mir ist es auch halt wichtig, dass ich versuche, so freundlich wie möglich zu sein und aufmerksam. Ich habe das einfach in meinem Kopf, weil ich mir das selbst für mich selbst wünschen würde. Ich würde es mir auch wünschen, dass Menschen so zu mir sind, versteht ihr? Ich versuche einfach etwas zu leben, was ich mir selbst wünsche. Und es fällt vielen auf oder viele sind dann halt auch so verblüfft und so, oh wow, Frau Seibt ist so und so, Frau Seibt ist so. Oh, vielen fällt es halt auf und dann heißt es, ja, sie sind so und toll und hier und ich freue mich natürlich darüber. Es geht mir nicht darum, dass ich das hören möchte oder dass ich so bin, damit ich es höre, sondern ich merke halt einfach, bist du positiv, bist du gut, kommen die guten Dinge auch zurück. Das will ich gerade damit sagen auch. Und tu Leuten das, was du auch möchtest, dass man dir tut. Und du wirst merken, wie viel Liebe zurückkommt. Du gibst Liebe, so viel kommt auch dann zurück. Das heißt nicht, du musst dich immer mit allen verstehen oder sonst irgendwas. Das will ich nicht damit sagen. Ich lebe nicht in einer Märchenwelt. Aber ja, auf jeden Fall. Nachdem ich, also mit ihr habe ich kurz geredet, mit der Referatsleiterin, kam halt in diesen Raum, meinte, guten Morgen, alle waren, Anna und Paul waren, oh, guten Morgen, Frau. Willkommen zurück. Und es war einfach wow. Und dann halt saß ich dann in meinem Büro, bla bla. Dann kam die Referatsleiterin und einfach diese Anna, wo ich meinte, hatte mal Auseinandersetzung, wie ist das? Ich sag euch, seit einem Jahr oder länger, sie hat sich einfach geändert, komplett. Von heute auf morgen. Sie war vorher nicht so und wir haben zweimal gestritten im Büro, weil ich einfach zu ihr gesagt habe, diese Art geht nicht so und mehr Respekt und wir müssen jetzt nicht Best Friends werden, aber man muss so. Also sie hatte einfach ein Verhalten, das ging nicht. Viele Kollegen waren immer so, ja, sie hat Stimmungsschwankungen, bla bla. Ja, interessiert mich nicht, ob du Stimmungsschwankungen hast. Du bist hier in einem Büro. Ich werde nicht darunter leiden, weil du Stimmungsschwankungen hast oder sonst irgendwas. Naja, wir hatten uns halt auf jeden Fall auseinandergesetzt, miteinander, bla. Und dann war sie gar nicht mehr so. Und seit, wie gesagt, über einem Jahr jetzt, sie so, ich sag euch, manchmal, sie war freundlich zu mir. Ich drehe mich um, ich denke so, warte mal. Geil, du meinst, meinst mich? Ah, okay, wow. So, glaubt mir, so, wenn ihr schon mal sowas gespürt habt, wo ihr dachtet, das ist unglaublich, dass diese Person jetzt so nett zu mir ist, sie kann doch nicht mich jetzt meinen, so war das mit ihr. Ich war so baff, aber gleichzeitig, ja, dadurch entsteht eine krasse Stimmung, deswegen, ich war 4 Monate weg, deswegen war ich mir halt auch so krass unsicher, ob sie wieder zurückgefallen ist, weil ich war noch nie so lange weg, oder ob sie immer noch gut drauf ist, und sie war gut drauf. Und im Nachhinein denke ich mir so, ich habe mir so viel Sorgen heute Morgen gemacht. Am Ende ist es anders gelaufen und das zeigt mir für mich selber wieder so, man muss nicht immer sich so Sorgen machen oder man sollte sich nicht immer so Sorgen machen über Dinge, wo man nicht genau weiß, wie sie sein werden. Gedanken kann man sich machen, aber nicht diese krassen Sorgen. Ihr wisst, wie ich heute drauf war. Ich wollte schon gar nicht aus dem Bett. Aber ich bin froh, dass ich gegangen bin und jetzt freue ich mich auf morgen, weil wieder ein toller Tag, weil ich weiß, ich werde ankommen. Und da sind herzliche Menschen, mit denen ich mich sehr gut verstehe und. Ja, das musste ich jetzt noch sagen, bevor ich ins Bett gehe. Besser gesagt, mein Face-Routine mache, Augenbrauen müssen ab. Ich mache immer nur ganz leicht mit und so ein Gel, dieses von Morphe. Mein Akku ist sowieso leer, der geht gleich aus, aber eigentlich konnte ich noch sprechen, weil er zeigt schon rot hier oben. Ihr seht das nicht, ich weiß. Ich weiß, ihr seht das nicht. Ja, auf jeden Fall, ja, das ist halt, ich bin mal wieder vom Leben positiv überrascht, dass man sich so alles ausmalt. Am Ende ist es nicht so, kommt es nicht, es ist einfach heftig und ich bin glücklich darüber und ich bin auch mega happy, auch dass sie so gut drauf ist. Sie war so gut drauf, sie ist so gut drauf, ihr wisst nicht. Ich hatte Probleme mit meinem Laptop, also mit einer Anmeldung, nicht auf dem Laptop, aber auf dem PC. Und wir hatten kurz darüber geredet, ich und Paul,
Und sie saß auch daneben. Und dann irgendwann hat sie für mich den Anruf bei der IT-Hotline gemacht, wegen meinem PC und so. Ich habe sie auf einmal, höre ich sie so reden, ja, der PC von Frau so und so funktioniert nicht. Und also fährt nicht hoch. Ich wurde ausgesperrt, weil ich wusste nicht mehr mein Passwort. Ich habe es 100-mal falsch eingegeben und dann war... Und ich höre sie einfach da reden und ich denke so, wow, ich schreie nur drüber, oh, danke, Anna, dass du das gerade machst, mich anrufst. Und normalerweise, sie war nie so, du warst, ich finde sie ist sehr aufmerksam geworden, so. Halt Dinge, sie muss das nicht machen, aber man merkt, wie diese Aufmerksamkeit ist ja, dir fällt einfach was auf, was nicht auffallen müsste, so. Dir nicht auffallen müsste, aber es fällt dir auf, weil du aufmerksam bist. Und dann merkst du... Oh, ich sag euch, ich bin positiv. Positiv. Also ich bin nicht positiv. Corona. Leute, jetzt quatsche ich wieder Müll. Ach, weil ich müde bin. Wir hören uns dann morgen. Also Leute, bis morgen. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Tag. Oh mein Gott, ich picke. Ich werde gleich mal was drauf machen. Jedenfalls, hallo, willkommen zurück zu einem neuen Tag. Es ist Donnerstag, es ist 13 Uhr, kurz nach 13 Uhr. Ich bin jetzt schon zu Hause, weil donnerstags habe ich immer einen kurzen Tag. Mein Akku ist bald tot. Sofort eigentlich, er zeigt schon rot an. Ich wollte nur sagen, ich bin jetzt zu Hause. Ich werde jetzt schnell ein Video schneiden für heute. Nachher kommt mein Neffe, weil wir Autofahren üben. Und danach fahre ich ihn dann nach Hause und komme selbst nach Hause. Das ist der Plan für heute. Also Video schneiden jetzt. Mein Neffe kommt, wir üben Autofahren und dann chillax ich um mein Mutters Leben. Morgen muss ich sehr früh auf Arbeit sein. Morgen bin ich in der Frühschicht. Beim Testzentrum, 6.30 Uhr muss ich da sein. Deswegen werde ich halt versuchen, heute nicht so lange aufzubleiben. Ich bleibe immer so lange wach. Aber heute war ich so früh auf der Arbeit, deswegen konnte ich gegen 12.40 Uhr losfahren. Richtig nice. Und ja, jetzt schneide ich das Video direkt. Ich setze mich direkt dran, weil die Bude sieht aus wieder mal wie Mülltonne. Wo ich erst aufgeräumt hatte. Aber ich und Ordnung halten sind Welten. Naja, auf jeden Fall, ihr seht mich jetzt gerade nicht, aber es ist nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall fange ich jetzt gleich an mit dem Schnitt des Videos. So Leute, mein Neffe ist da. Ino sagt Hello. Wir fahren jetzt Auto üben, fahren oder sowas in der Art. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil um die Uhrzeit, wir wollten irgendwo hin, also an einem Parkplatz. Aber ist ja gerade Betrieb. Ich wollte zu Netto. Aber da kommen ja gerade Leute, viele Leute zum Fahren. Aber eigentlich geht's. Wir werden uns einfach ein bisschen in die eine Seite... Ja, wir gehen auf die eine Seite, genau. Okay, ich glaube, ich weiß. Weil ich hatte jetzt auch überlegt, hier... Aber nee, da kommt man nicht mal durch. Okay, die Sache hat sich erledigt. Genau, gut, dann gehen wir Netto. Da ist wenigstens hoffentlich ein Plätzchen auf der Seite, wo man fahren kann. Sag, du solltest dir eigentlich was überlegen. Ich weiß ja nicht, wo. Ja, ich auch nicht. Nächstes Mal, es gibt so einen Platz, Leute, hat eine Freundin von mir erzählt, wo man fahren üben kann extra. Aber es kostet halt 20 Euro pro, keine Ahnung wie lange, man da üben kann. Das ist halt wie so eine Straße mit Ampeln und allem. Das solltest du wirklich mal machen. Ja, hört sich gut an. Ich glaube, Mama meinte auch irgendwie mal, dass man in Potsdam oder so irgendwo... Ja, lass mal Potsdam. Potsdam ist zu weit weg. Oh, guck mal, die Frau ist eine Mini-Frau. Hast du gesehen? Ja. Weiß nicht, normal groß? Also halt klein? Nein, ich bin klein. Sie war ein... Ich glaube, man darf... Darf man Lilliputaner sagen oder ist das eine Beleidigung? Weiß ich nicht, aber... Das ist aber, dachte ich, so ein Name. Also, was heißt der Name? Das ist die Krankheit, oder? Hört sich nicht so gut an, irgendwie. Nervt doch nicht. Er sagt, hört sich nicht so gut an, Junge. Ich mach's mal lieber aus, bevor Copyright in deinen Kopf reinkommt. Oh, es ist ein bisschen warm hier dran. Ja, auf jeden Fall. Hier, das kennst du ja alles, ne? Ja. Das ist der Cockpit. Also, ich kann dir schon mal sagen, technisch kann ich dir nichts beibringen. Irgendwas von wegen Auto. Ich kenne hier Innenspiegel, Seitenspiegel. Da ist nicht Thermometer. Spaß. Aber ich komme nicht auf den Namen. Geschwindigkeitsregler. Tachometer hat es doch. Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen, Junge. Tachometer.
Und hier, okay, das regelt sich hier selbst. Es ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei Dings muss man immer zwischen 1 und 2 sein, wenn man einen Schaltwagen hat. Sonst machst du den Motor kaputt, das weiß ich. Und du merkst es. Daran merkst du auch, wann du hoch und runter, Mann, wann du hoch und runter schalten musst. Eigentlich wollte ich genau dahin. Eigentlich hätte ich dasselbe machen können. Aber eigentlich darf man das gar nicht dort vorne. Genau, also dieser, das weiß ich auch nicht, ganz hier unten. Da ist Benzinanzeige. Auto, automatisches Licht. Dann haben wir hier Scheinwerfer. Wo? Hier, das ist der Scheinwerfer. Das ist nicht immer hier, oder? Ja, so hier an Dings, nein, das ist das hier, wo ich dann ganz weit dingsen kann, ist dieses. Oder? Ja, weil das hier ist doch das. Das ist das. Hast du gesehen? Ja. Und auch das hier. Oder so. Das ist so, das regelt diese beiden, dass wenn ich es runter mache, mache es hinten. Und das ist so. Das ist der Scheinwerfer jetzt hier ist auch dran. Weil das ist, sind auch die Lichter. Hoch und runter, du weißt auch für Dings. Und wenn man nur kurz macht, dann macht er nur, blinkt er, bis er dann wieder von alleine ausgeht. Aber wenn du es runterdrückst, dann bleibt er. Und wenn du rumgefahren bist, dann geht es wieder zurück automatisch. Gut zu wissen. Genau, ich bin ein guter Fahrlehrer. Ich bin ein guter Mann. Shoot. Okay. Egal. Weißt du was? Wir machen jetzt das so. Das nennt man Manöver. Immer nach Radfahrern gucken. Eins musst du dir merken. Die Blicke, wir können nachher hier ein bisschen fahren, die Blicke, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. No. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Ansonsten, oh, jetzt muss heute jetzt genau das hier stehen, weil normalerweise ist hier richtig frei. Wow. Egal, gut. Mit meinem Auto zu fahren, Leute, es wird für ihn leicht sein, weil ich habe eine Automatik und es ist komplett. Du wirst selbst wissen, was anderes. Aber man kann so ein bisschen üben. Ist komplett was anderes wie Dings hier. Ja. Wie Schaltwagen komplett. Also wir tauschen jetzt die Plätze. Und dann wirst du rausfahren. Hier heißt dann zurückfahren und so dich einstellen hier in den Dings. Geht mal das Auto Schrott, ich schwöre, ich töte dich. Ich weiß nämlich nicht, wie man als Dingsfahrer. Oha, wie weit hast du das Ding nach hinten gemacht? Das war schon so, als ich eingestiegen bin. Ja, ja. Okay, womit fängst du an? Na, anschneiden. Ja, und dann? Und dann gucken, ob die Spiegelrichter eingestellt sind. Ja, und bevor du das machst aber, gibt es eine Sache, die du vorher machen musst. Keine Ahnung, was soll ich denn davor machen? Dreimal darfst du raten. Was habe ich gerade angemeckert? Wegen, ja, gucken. Nein, was habe ich gerade bei mir gemeckert? Ja, was hast du denn gemeckert? Wegen der Einstellung des Sitzes. Du musst erst mit dem Sitz anfangen. Jeder Sitz ist anders gemacht. Hier, das hier, wo du dich dann hoch machen kannst oder runter. Ach so, ja, das ist doch gut jetzt, oder? Naja, ich bin klein und muss hoch. Probier mal bitte an der Seite, wenn du es runterdrückst, dieses lange. Merkst du das, dass du weiter runter gehst? No. Und wenn du so, kommst du näher, weil du ich bin kleiner als du, ich hab's meistens ganz weit oben, weil ich ganz nah kommen muss. Mhm. Und die Füße müssen immer so sein, dass du sie nicht so komplett durchstrecken kannst, sondern so halb, also so, weil du machst ja nur so, also du siehst es ja, du musst nur so machen. Also das Bein ist so angewinkelt und du machst nur so. Also nur mit dem rechten Fuß? Ja, genau, weil ich in Automatik beim anderen wirst du, da kriegt man meistens die Schwierigkeit, weil man dann den linken Fuß mit benutzen muss. Ja, dann stell mal die Spiegel. Dieser Spiegel muss so sein, dass du, wenn du, dass diese äußere Ecke, die Tür, diesen Türgriff, dass du den in der äußeren Ecke sehen kannst. Drin in der äußeren Ecke? Ja, in der äußeren hier Ecke, untere Ecke, links. Da musst du den Türgriff sehen können. Von dem, von hier vorne. Ach so, ja, doch, ja. Aber es kann eigentlich gar nicht sein, wir beide sind doch nicht gleich groß, dass du all das sehen kannst, so wie ich es sehe. Ja, ich sehe es in der unteren linken Ecke, den vorderen Türgriff. Okay, und da auch. Ja, also so ein bisschen. Und hier, Innenspiegel. Ja, dann stell das, du musst es einstellen. Einfach den links auf, ja, auf links drehen und dann je nachdem, was du jetzt machen willst. Hoch, runter, seitlich. Muss ich das Auto nicht erstmal machen, oder? Ach so.
Ah, jetzt. Dann bist du das siehst. Drück bitte die Dings, weil beim Automatik musst du die gedrückt halten. Die Bremse? Die Bremse. Sonst startet er auch nicht. Gut. Und jetzt? Hast du jetzt alles gestellt? Also hier schon. Ja. Da und dann auch. Wieder auf Null drehen. Und das? Wie viel muss ich hier sehen? Du musst das Hintere komplett sehen können. Und du darfst dich nicht verwirren lassen. Manchmal denkt man, man sieht das Hintere, aber man sieht eine Spiegelung des hinteren Fensters so. Also ich glaube, ich sehe jetzt alles hinten. Also, das ganze also du siehst komplett durchs Fenster. Das ist ja wichtig, weil gerade beim Fahren, man muss immer wieder, aber irgendwann ist es automatisch, dass du in die Spiegel guckst. Immer in die Spiegel kontrollieren, wer ist hinter dir, was kommt. Weil manchmal, wenn du laut Musik hörst, was man eigentlich machen sollte, kommt auf einmal hinter dir ein Krankenwagen. Deswegen musst du immer diese Kontrolle haben, Innenspiegel, Außenspiegel. Gut, und jetzt? Und jetzt? Ja, ich denke mal, losfahren, oder? Und ja, und was tust du dafür? Also hier halt den Schlüssel umdrehen. Ah. Dann den Gang, also den Rückwärtsgang. Nein, noch nicht. Noch nicht. So. Handbremse lösen. Genau, und jetzt? Kein Gang, weil das ist ein Automatikauto. Wir stehen doch vor der Mauer. Also rückwärts, oder? Mhm. Das brauchst du nicht drücken. Na doch. Brauchst du noch. Ups. Mann, wenn ich selbst nicht mache, ist anders. Jetzt bei mir ist Dings, das ist einfach Parkpilot zum Beispiel. Nicht so doll. Du darfst nicht so doll gegen Dings kommen. Aber das ist normal, gerade am Anfang mit diesen Bremsen, das mal immer voll stark. Es reicht schon, wenn du ganz leicht. Und jetzt dreh so raus, so dass wir so gesehen, nee, umgekehrt, so dass wir nach da fahren. No. Genau, bei Dings ist das Gute, man kann es einfach kommen lassen und man kontrolliert es nur noch mit Bremse. Beim Auto, beim Schaltwagen. Beim Schaltwagen kontrollierst du das mit der Kupplung. Ja, wenn ich jetzt weil sonst kackt sie dir ab. Lass ja, langsam ich, los. Aber ich muss doch dann links auf, oder? Nein, noch nicht. Nee, du musst noch gerade musst du doch stehen. Pass auf, ist hinter uns irgendwas? Ah nee, okay, der ist da an der Seite. Okay, gut. Weil ich sehe gerade hier und ich dachte, es wäre hinter uns, aber ich kann gar nicht richtig sehen im Spiegel. Nee, ist noch weit weg. Je, was ist das für ein Vieh? Eigentlich übt man das noch, bevor man fährt. Oh. Diese ganzen Dings, zum Beispiel hinten kommt jetzt, macht da hinten sauber. Alles kennst du ja. Ja. Genau. Und wo setzt der Blinker? Da ist nach links, hoch, ist nach rechts. Und nicht leicht, wenn du es nur leicht machst, blinkt er ein paar Mal und geht von alleine aus. Wenn du es richtig einstellst, dann blinkt er länger. Oh nein, was ist das für ein Ding hinter uns? Ja, fährt gerade raus. Er fährt weg. Oh. Nee, warte mal, er setzt zurück. Siehst du seine Lampen? Das heißt, er setzt zurück diese hellen, die leuchten. Fahr mal bitte jetzt vor, also auf Dings hier. Auf. Fahren ist immer auf DS. P ist parken, N ist neutral. So, lass den Wagen einfach kommen. Weil bei Dings gibst du nur Gas. Lenken bitte, lenke. Oha. Du musst lenken. Warte, stopp, ja. Mama, stopp. Wir lassen ihn jetzt mal kurz fahren. So. Du musst lenken. Du darfst nicht einfach. Es sind immer so viele Sachen, die man gleichzeitig macht, aber. Ach so, ich dachte, das Lenkrad wäre schon so auf rechts. Nee. Du musst es immer unter Kontrolle haben. Wenn du es nicht weißt, dann ganz, ganz langsam anfahren. So. Und jetzt losfahren. Ach so, da siehst du. Ja, es ist jetzt noch so, weil er immer noch Dings drin hat, bis du jetzt anfängst, geradeaus zu fahren. Das ist immer der Parkpilot. Lenken, blink und lenk. Bei jedem Dingswechsel, okay, jetzt wir sind jetzt hier einfach einer nicht so nah. Oha. Warum ist das so? Nein, das ist nicht so nah, das bist du. Du darfst nicht so Dings sein, du darfst keine Panik machen. Rum, komplett, weil der Lenker geht sehr weit, das denkt man nicht, aber genau. Genau. Beim Bremsen versuch langsam abzubremsen. Hier. Du bremst zu doll. Ich mach's extrem sanft immer. Das denkt man nur, du siehst ja, wie das ist. Ja. Aber du, weil du nie fährst, ist es halt so. Aber. Ja, jetzt weiß ich. Okay, fahr rum, blinken und dann rumfahren. Lenken. Guck mal, wir sind zu nah an der Wand. Jetzt müsstest du schon rumgefahren sein. Oh. Das kannst du alles währenddessen machen. Du musst dafür nicht anhalten, um die Räder zu drehen. Nach rechts. Ups. Junge! Ja, jetzt habe ich so langsam das Gefühl dafür. Als ob. Fahr! Mach dasselbe, was wir gerade gemacht haben. Ja. Und zwar normal. Nicht 4 km/h fahren. Ja, aber ich lasse los, die Bremse gerade.
Genau, und da muss man auch mal Gas geben, weil ein Auto, ach, das so ist Schrittgeschwindigkeit, weil er rollt dann von alleine. Lenken, geh weg. Du bist schon, das ist schon zu spät. Obwohl, okay, noch nicht ganz zu spät. Du musst aber lenken. Du darfst nicht anderen Autos zu nahe kommen. Und so fährt man nicht. Was denn? Die Hände haben immer fest am Lenkrad zu sein. So würdest du, also bei Prüfung, aber das, du lernst es ja noch. Man ist raus, das kann ich dir sagen. Nicht zu doll, genau. Das war jetzt mit den Bremsen besser. Es war jetzt nicht so ruckartig, sondern du merkst auch, wie er danach gepfeilt darunter. Auf die Leute aufpassen. Ja. Genau, du merkst ja, wie viel Geschwindigkeit du rannimmst und immer dabei nicht nur da gucken, sondern auch deine Geschwindigkeit kontrollieren. Aber das sind die Sachen, die gleichzeitig passen. Langsamer? Etwas langsamer, genau. Ja, ich muss die Hände immer auf Dings hier haben, also hier. Ja, aber guck mal, dein Dings, dein Knie, du bist entweder jetzt noch zu hoch oder ich weiß nicht. Den kann man ein bisschen runter machen. So dass du normal lenken kannst, ohne dass der Lenkrad deine Knie trifft. Ja. Na, jetzt ist schon ein bisschen besser. Und du kannst immer noch genug sehen? Ja. Mit dem Spiegel, ohne dich extra strecken zu müssen? Weil das ist wichtig. Nee. Also, ich muss mich nicht strecken. Okay. Und bei Parkplätzen muss man immer aufpassen, gerade bei Einkaufsdings, weil da immer Leute mit ihrem Wagen oder Kinder oder sonst irgendwas. No. Nicht zu ruckartig, versuche etwas sanfter in die Dings zu gehen. Okay, park jetzt hier geradezu ein. Ganz links oder in der Mitte? Nein, hier, ganz links. So. Ups. Das war zu schnell. Du kannst die Dings kontrollieren mit Bremsen. Du kannst ganz leicht bremsen und dann rollt er nur Dings, ohne selber zu viel Kraft zu geben. Ja. Weil bei Dings kommt er auf jeden Fall bis 7 km/h, das ist diese Schrittgeschwindigkeit. Da gibt man gar kein Gas und das, der Wagen rollt. Mhm. Nee, das habe ich ja diesen Dings-Modus, aber... Aber ich glaube, du stehst nicht mal gerade. Nein. Oder? Das kannst du immer kontrollieren in deinen Spiegeln und gucken, ob die Striche... Naja, nicht schlecht schon, aber nicht ganz. Also nicht 100% auf jeden Fall. So, und jetzt raus. Nach da raus lenken. Rückwärts. Nee, jetzt musst du schon lenken. Jetzt schon lenken? Schon gegen, ja. Immer schön kontrollieren, was hinter dir ist. Ja. Und jetzt wieder hier so. Also hier geht's mit Üben, aber ich glaube, wenn man eine richtige Straße hat, ist es noch besser. Weglenken von dem Auto. Ich glaube, du musst noch Dings, diese Nähe zu den Autos abchecken. Ja. So, checken. Ja, wenigstens die Abstände zu den Autos sind ganz gut. Immer gucken. Zum Beispiel jetzt da kommt ein Auto. Immer gucken. Sagen wir mal, das wäre jetzt die Straße. Du hast keine Ampel, rechts vor links. Rechts vor links ist da. Ja. Aber hier, man weiß nicht, was ein Parkplatz ist. Bei Parkplätzen, eigentlich gilt es überall rechts vor links. Aber du kamst von ihm eigentlich rechts. Eigentlich hätte er dich fahren lassen müssen. Aber sagen wir mal, wir sind jetzt bei so einem Ding, wo du jemanden fahren lassen musst, dann an einer Kreuzung. Ja, und? Dann musst du Dings und gucken. Aber selbst wenn, ich würde immer gucken, ist sicher, sicher ist sicher. Aber meistens weiß nie, die Leute sind einfach dumm. Ja. Mach ich jetzt wieder nach da unten fahren? Ja, fahr wie du fahren möchtest. Mhm. Ich sag dir nur so ein paar Sachen dann. Zu weit. Oh. Stopp. Merk, hast du gemerkt, du bist zu weit in die Kurve, was sehr unnötig war. Ja. Manchmal merkt gar nicht, diese Lenkung ist krasser, als man denkt. Ja, also. Gib mal Gas. Wieder weglenken. Aber siehst du, wie du fast dein, weil du bist zu krass in die Linkslenkung rein. Leichte Bewegungen des Autos führen schon, dass es was macht. Siehst du das? Weil leicht gehst du schon mehr nach da. Leicht gehst du schon mehr nach da. Es sind nur leichte Bewegungen. Natürlich dann ein Dings haben. Pass auf. Ja, interessant. Lenken, weglenken. Nicht so krass. Siehst du, es war jetzt wieder viel. Versuch mal, das ist, glaube
bei richtigen Kurven würdest du ein richtiges Problem haben. Oh. Weil du musst versuchen, ruhig zu lenken. Also warte mal, lass mal kurz. Ja. Gib mal nur Gas, aber nicht doll. Also so ein bisschen, dass ich lenken kann. Aber siehst du, guck mal. Guck mal, wie ich lenke. Einfach hier rum. Ohne dieses ruckartige so. Ja. Weißt du? Ja. Man kann einfach fahren ohne ruckartig dieses. Sondern du willst in die Kurve. Die Kurve wirst du auch nehmen, wenn das Auto so ist. Auch so? Fahr. Fahr. Stopp. Jetzt ist doll. Also du musst es halt in Relation zu deiner Geschwindigkeit natürlich. Ja. Es sieht zum Beispiel, du kannst nicht so eine ruckartige Bewegung auf 80, auf einer Autobahn mit 80 zum Beispiel. Ja, das wäre schlecht. Bretterst du gleich irgendwo rein. Aber genau, eigentlich nirgendwo. Es hat immer alles so sein Maß und nachdem, wie viel man fährt. So, und jetzt üben wir. Geh mal nach geradeaus. Links geradeaus. Ja. Noch weiter. Stopp. So. Wir üben jetzt das so da. Diese Parklücke, die ganz äußerste. Die alleräußerste. Okay. Einparken. Was kontrollierst du vorher, bevor du anfängst? Hinten nichts ist. Also genau. In die Spiegel gucken. In alle Spiegel gucken, seitlich auch gucken. Vielleicht ist da jetzt ein dummes Kind. Mir ist schon 2-3 Mal passiert, hätte ich nicht Seitenspiegel geguckt, ich wäre gegen das Auto gefahren beim Spurenwechsel. Ich gucke hier, ich gucke da, da war nichts. Und dann mache ich den Blick, zack, ich habe es gesehen. Ich war schon am Blinken und wollte rüberziehen. Na, muss ich auch blinken, zum Einparken. Ja. Sagen wir mal, hier sind jetzt Auto, eine Straße, man muss immer blinken. Blinken ist dafür dazu, den anderen zu zeigen, okay, ich will jetzt was machen. Und zwar, ich will da rein oder ich will abbiegen. Ja. So, du willst in das Äußerste. Wie korrigierst du dich, dass du da reinkommst? Nach vorne so ein bisschen. Mhm. Stopp, das reicht schon. Weil du hast jetzt genug Weg für nach hinten wieder reinzufahren. Und in die Spiegel, guck mal, die sagen dir, ob du wirklich perfekt reinkommen wirst oder ob wie weit du noch nach da fahren musst, um reinzukommen oder weiter nach da fahren musst. Langsamer. Also wie gerade ist es jetzt auch nicht? Nee, weil du nie gerade warst. Du hättest, hier ist das Ding, guck mal, wie wir gerade stehen. Wir stehen gerade, hier ist die Parklücke. Wir stehen gerade ungefähr so. Ah, stimmt, ja. Herber. Jetzt musst du so gegen rein, damit du so reinkommst. Ja. Verstehst du? Weil du stehst sehr schräg zu den beiden Dings, weil du willst ja hier reinfahren und du stehst gerade so. Deswegen musst du doch so lenken. Jetzt, wie kommst du gerade rein? Genau, dass du in der Nähe von dem Bordstein, siehst du den Bordstein, dass du in die Nähe kommst? Genau, nicht zu nah und jetzt geh wieder so. Jetzt korrigierst du gerade dein Dings nach da, um wieder gerade zu sein. Ja. Bist du schon am Bordstein dran? Nö, nee. Okay. Aber da ist noch viel Platz. Okay, ist ja nicht so schlimm. Aber merkst du jetzt... Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Tag. Ich bin auf dem Weg gerade zur Arbeit, Testcenter. Ich bin in 25 Minuten dort. Bin erst gerade losgefahren. Ich bin so fertig, aber nicht müde. Also ich bin um 6 oder so aufgestanden, 6.30 Uhr. Also ich war schon wach, aber ich lag noch im Bett bis 6.30 Uhr. Und dann habe ich angefangen, mich fertig zu machen, ein bisschen mein Zimmer aufgeräumt, aber nur ein bisschen. Ich hoffe, ich habe heute nach der Arbeit die Kraft, noch mehr aufzuräumen, sodass das Zimmer, wenigstens, dass die ganzen Klamotten vom Boden weg sind. Ja, genau. Ich hoffe, dass das klappt, dass ich die Kraft habe. Und ja, ich arbeite heute in der Doppelschicht. Heißt von 8 bis 20 Uhr, also 12,5 Stunden. Natürlich mit Pause. Ja. Mit den Pausen. Und die Arbeit selber ist eigentlich eine Pause, weil ich sitze da und wenn da niemand kommt, ich mache den Empfang. Wenn da niemand kommt, dann gucke ich meistens Filme, ich esse. Also es ist wirklich easy peasy, es ist nichts. Also man muss jetzt nicht dafür extra separat irgendwo hin, um eine Pause zu machen, will ich damit sagen. Weil es einfach so chillig ist, die Arbeit. Und deswegen arbeite ich auch am Samstag. Diese Doppelschichten, weil sie einfach... Die Arbeit an sich ist einfach chillig. Empfang zu machen ist halt einfach chillig. Genau, das ist es. Ich habe gestern Luft aufgepumpt. Genau, gestern. Lasst mich mal nachdenken. Ich war arbeiten. Nach der Arbeit war ich meine Schwester und meinen Neffen abholen. Weil wir wollten ein paar Sachen für meinen Balkon kaufen.
wir haben es auch gekauft. Wir waren bei Poco Domäne. Wir haben so Farbe geholt. Oh, also zweimal Farbe, einmal fürs Geländer und einmal für die Wand. Wir haben Blumenkästen besorgt, 3 Stück. Und wir waren noch mal in so einem Blumenladen, aber so einem riesen Blumenladen. Das nennt sich Holland irgendwas. Hier in der Nähe von Holzhauser Straße. Und danach sind wir was essen gegangen beim Asiaten. Ich habe mir den Bauch so voll geschlagen. Ihr wisst einfach nicht. Ihr wisst einfach nicht, wie ich mir den Bauch voll geschlagen habe. Uff. Ja. Ja, Leute. Und danach habe ich meine Schwester hat sich schon einen richtig schönen Stuhl gekauft. Ich hätte das mal filmen sollen, aber ich hatte die Kamera eh nicht dabei. Also, ich bin ein schlechter Blogger. I'm so sorry. Ja, sie hat sich so einen riesen Sesselstuhl geholt. Keine Ahnung. Der ist voll schön. Ich bin ja eh morgen bei der Fam. Vielleicht nehme ich meine Kamera mit. Mal gucken. Aber das würdet ihr dann erst nächste Woche sehen, weil mit heute oder gleich, sobald ich auf Arbeit bin, schließe ich diese Woche ab, weil es gibt nichts mehr zu erzählen. Ich arbeite bis 20.30 Uhr, dann fahre ich nach Hause und bin tot. Fertig, so. End of the story, so. Ja, auf jeden Fall, genau, das haben wir gemacht. Dann habe ich die nach Hause gefahren, bin selber nach Hause und dann war es das auch gewesen mit dem Tag. Oh nein, das war es nicht gewesen. Warte mal ganz kurz. Ich und eine Freundin fliegen weg. Wir haben gestern noch. Genau so war das. Ich kam nach Hause, ich war eigentlich so fertig, am liebsten hätte ich mich hingelegt, aber wir wollten unbedingt die Reise buchen und endlich mal was finden, weil wir waren so unentschlossen und bla bla. Und wir beide, wir haben so geguckt, Ägypten, Türkei, dies, das. Aber eigentlich wollten wir beide unbedingt nach Griechenland. Wir waren ja beide noch nicht in Griechenland. Wir wollten unbedingt dahin. Und an Glück haben wir wirklich intensiv geguckt und haben dann was gefunden. Wir haben was gefunden und zwar fliegen wir nach Athen. Ja, ich weiß, Leute. Ich freue mich so. Meine Freundin schreibt mir heute, sie hat voll schlecht geschlafen. Ich sage, hä, wieso, was denn? Was war denn los? Wegen der Reise, dass wir wegfliegen. So, sie ist so, wie ich früher war. Also ich, also bei sowas, ich schlafe schlecht, wenn es einen Tag vorher ist. Vor dem Abflug. Dann schlafe ich schlecht. Aber es ist ja noch lange, länger hin. Also nicht so lange, aber länger hin. Dann bin ich noch nicht jetzt so, also ich freue mich mega, aber ich bin nicht so aufgeregt, dass ich schlafen kann. Aber sie schon. Ich denke so, wow. Dann meinst du, okay und so, kann ich verstehen. Aber ja, ist halt, also kann ich verstehen so, weil, hallo? Wir fliegen nach Griechenland. Und wir haben eigentlich auch schon ein Hotel gefunden. Ein krasses, ey, ich werde euch sowieso mitnehmen. Wir haben so ein krasses Hotel gefunden. Wir fliegen für eine Woche weg. OMG. Ich werde den Vlog dann später schneiden. Eigentlich kommen wir unter der Woche wieder zurück, sodass ich dann Zeit habe, den Vlog zu schneiden, weil ihr wisst einfach nicht. Ihr wisst nicht. Also das Hotel, was wir eigentlich wollen. Wir wollen, egal was, wir wollen 5 Sterne. Mindestens 5 Sterne, so. Ist egal, so. Auf jeden Fall 5 Sterne. Ist auch so. Das, wo wir hinwollen, hat 5 Sterne. Und ich überlege echt, also ich habe jetzt auch heute meinen Laptop dabei. Ich will gucken, ob ich noch was Günstigeres und Besseres vielleicht finde. Aber das ist schon okay, jederzeit 350 Euro fürs Hotel eine Woche. Ohne Frühstück, aber ohne Essen. Es ist nur das Hotel. 350. Aber das Hotel ist halt einfach krass. Es ist ein 5-Sterne-Hotel. Es ist einfach krass. Das müsst ihr euch so klar machen. Vielleicht sagen jetzt manche, es ist zu teuer, vielleicht auch zu günstig. Aber ich finde es einfach... ihr werdet es sehen einfach. Ihr werdet es sehen. Ja. Wir fliegen nach Griechenland. Sorry, Leute. Die Kamera ist eben ausgegangen. Auf jeden Fall, ja, wir fliegen nach Griechenland. Ich bin jetzt bei der Arbeit angekommen. Es ist 7.50 Uhr genau. Ich muss um 8 Uhr anfangen. Ich werde jetzt reingehen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Wochenvlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann ihr wisst, was ihr machen müsst. Daumen nach oben, kommentieren, liken und abonnieren. Liken ist ja Daumen nach oben. Genau, ihr müsst dann noch abonnieren. Ja, Leute, das ist es. Das war's.
mit diesem Wochenvlog. Ich bin fertig, gar keine Lust. Aber was muss, das muss. Ja, dann sehen wir uns einfach, Leute. Ich habe 3 Videos noch, die ich posten muss. Ein Glück. Eins davon werde ich posten, während ich im Urlaub bin. Ja. Naja, Leute. Danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Wir sehen uns dann einfach in meinem nächsten Video, im nächsten Vlog. Bis nächste Woche. Und ja, peace.